Schule näher machen, denn in Österreich, da wurde er von anderen Ligen, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, ein wenig vernachlässigt und die Auftritte haben auch nachgelassen. Aber jetzt ist er voll da. Ja. Dieser Mann, ja, okay. Es ist eine Art Randerscheinung in der österreichischen Wrestling-Szene. Ist so auf die Art, ja, er ist halt immer da gewesen, aber so den richtigen Durchbruch hat dieser Mann nie geschafft. Peter White, eine Institution im österreichischen Wrestling. Wirklich? Sexy, ehemals sexy Peter White. Das möchte er nicht mehr hören. Das möchte er natürlich nicht mehr hören. Kommt ja mit Tommy Golden zum Ring. Tommy Golden, come on. Peter White. Also, ich muss Ihnen ehrlich sagen, Herr Rogers, für diesen Abend, für diesen, muss ich sagen, exklusiven Abend, hätte sich Tommy Golden auch ein paar besser anziehen können. Also, das ist ja eine Frechheit, dieses Outfit. Wunderschöne Superpants von Tommy Golden. Tanktop, runder Leiberl und dann hat er eine Bodybuilding-Hose in den amerikanischen Nationalflagge. Also, das ist ja. Die hat er persönlich von Road Warrior Animal geschenkt bekommen. So kann er von mir aus ins Fitnessstudio gehen, aber doch nicht zu einer Jubiläumsshow von Rings of Europe erscheinen. Aber einer, der definitiv sehr viel Zeit im Fitnessstudio verbringt, dieser Tommy Golden. Einer, der definitiv sehr viel Zeit im Fitnessstudio verbringt, ist eben sein Mann Peter White. Ja. Den Mann, den er zu Ring begleitet hat, gesehen. Ganz Peter ehrlich. White. Wow. Der natürlich, Mann natürlich. Sieht aus. Ist ein, hat einen wie aus Stein gemeißelt, ein Wrestler, wie er im Buche steht. Aus Österreich, Mark Piesling, also gleich in der Nachbarschaft, bringen wir euch Peter White! Ja, er wird jetzt vorgestellt, er hat seinen Wohnort gewechselt, wohnt nicht mehr in Wien, wohnt jetzt in Niederösterreich, aber das ändert ja auch nichts daran. Ich nochmal zurückzukommen. Julian Nero, Nero Consulting, das hat Hand und Fuß, Chris Gore, the Personal Assistant. Aber bitteschön, was hat denn das für einen Sinn? Peter White kommt mit irgendeinem Proleten daher und das ist Tommy Golden. Also das kann keinen Erfolg haben. Peter White wird sich gedacht haben, wenn mein Gegner seinen persönlichen Assistenten mit zum Ring bringt, nehme ich mir auch jemanden mit. Denn es könnte ja natürlich sein, dass eben Chris Goliath hier versucht, sich irgendwie... Warum nimmt er nicht ein hübsches Valet mit, Peter White? Vielleicht ist er 5 Minuten, da werde ich fertig sein. 5 Minuten mit dir. Das muss sich jetzt mit Peter White bewusst sein. Dann ist es vorbei und seine Rings of Europe Karriere war ohnehin nicht sehr erfolgreich und das wird sich fortführen. Und es wird ein neues Zeitalter anbrechen. The Reign of Nero. Diese 5 Minuten lässt er sich aber nicht ein, Peter White. Ja, aber wir sind nicht zum Händeschütteln hier, wir sind zum Wrestlen hier. Und genau das ist, was Peter White jetzt machen möchte. Sagt hier Julian Nero nochmal, dass er sich nicht von ihm gefallen Referee lässt. Referee, auch eine interessante Anekdote. Pete Johnson. Und wer steht draußen? Chris Goliath. Und was habe ich Ihnen vorher erzählt, Herr Rogers? Beides waren Members of the POD, Powers of Destruction. Aber trotzdem, wie gesagt, das wird jetzt natürlich in diesem Match hier keine Auswirkungen haben. Aber passt hier alles zusammen. Peter White trainiert damals, auch ein bisschen von Pete Johnson. Im VWC Dojo in Wien, der Schanzstraße, dort begann 1999 die Karriere von Peter White. Also, der ist schon so lange dabei und so erfolglos. Er ist amtierender Heavyweight Champion, wie wir auch bei der Vorstellung gehört haben. Also, er ist amtierender Heavyweight Champion der Schweiz. Bitte schön, welche Tradition hat die Schweiz im Pro Wrestling? Gar keine. Außer, dass vielleicht jetzt Cesaro in der WWE ist, der zufällig Schweizer ist. Ja, das sollten Sie vielleicht mal unserem guten Freund und Rings of Europe Veteran Sigmaster Rappo oder Sigi the Swiss Tank mal. Ja, der ist aber auch nicht mehr aktiv. Der ist auch nur mehr so etwas, was Pete Johnson darstellt, nämlich ein Streifenhörnchen. Ein Referee. Aber kommen wir doch zurück aufs Wesentliche, aufs Match. Aber das Coole ist, wissen Sie, was das Coole momentan ist? Was denn?
Julian Nero trägt noch immer Nero Consulting grün. Ja, ich habe schon meine Brille abgenommen, um es nicht mehr so genau zu sehen, denn mir tut es ein bisschen in den Augen weh, aber so wie es aussieht, okay. Sage Ihnen eins, der steht Peter White in Sachen Körper um nichts nach. Sehen Sie diese, haben Sie diesen Triceps gesehen, diese Nackenmuskeln von Julian Nero? Ich suche ihn immer noch, aber können wir ihm vielleicht wieder das Hemd anziehen? Das hat er sich jetzt, glaube ich, ab. Die Knöpfe sind da geflogen jetzt, die braucht er nicht mehr. Davon hat er ja noch 5000 andere in seiner großen Firma. Also da gibt es genug Nachschub an Hemden und an verschiedenen anderen Corporate-Kleidungsstücken. Julian Nero hat Peter White angeboten, setz doch mal einen Full Nelson an. Und ich werde dann zeigen, wie stark ich bin und werde mich da befreien, aber... Da lässt er ihn fallen, also... Ja, der war im Ring sein und damit muss Peter White ihn lösen, der löst ihn dann. Aber so schlampig, sehen Sie, Peter White, der einst ja auch den besten, wenn wir ihn jetzt gesehen haben, einen der besten Dropkicks sprang. Die Zeit ist vorbei, das ist ein mediocre Dropkick, ein schwacher. Also, Reicht immer noch, um Julian Nero hier aus dem Ring zu befördern. Der setzt sich jetzt mal auf die Ringzeit. Man muss ein bisschen verschnaufen. Man sieht Chris Goliath, er kümmert sich sofort um seinen neuen Dienstgeber, um Julian Nero. Jetzt Julian Nero zurück im Ring. Peter White freut sich drauf. Welche Funktionen, wissen Sie, hat denn eigentlich Tommy Golden bei Peter White oder Team White? Was ist da los? Ja, sehen Sie? Genau das, was ich angesprochen habe. Peter White lässt sich hier ablenken. Chris Goliath, der kennt ihn. Ja, sind Sie da hinten im Hintergrund? Tommy Golden und Chris Goliath? Ja, Tommy Golden. Kommen Sie schon in die Haare? Ja, aber zu spät. Was sagt ihm jetzt Tommy Golden? Tut das nicht mehr, du böser Bub, oder was? Pass auf, sonst musst ich hier meine Sandman-Gedächtnishosen. Ja, ich glaube, also der kann Drohnen aussprechen. Wow, Peter White. High Cross Body war das übrigens, ja. Auch der war nicht hochgesprungen, die Zeit, die Agilität. Aber es reicht dem Julian Nero auf, die Beine zu holen. Ja, da legt sich, das ist interessant. Peter White legt sich jetzt mit Chris Goliath an. Die kennen sich auch schon bald 20 Jahre. Ja, da gehen jetzt ein bisschen die Emotionen durch mit Peter White, der sollte sich vielleicht lieber auf sein Match konzentrieren. Nero kann jetzt ein bisschen verschnaufen im Ring. Während Peter White hier hoffentlich wieder Peter White so ein harter Knee Strike. Aber ich sag's nochmal: Muskeln alleine heißt nicht, dass man topfit ist, heißt auch nicht, dass man genug Ausdauer oder genug Kraft hat. Muskeln ist lediglich etwas für die Optik. Das sollten Sie auch wissen, Herr Rogers. Also jemand, der einen Körperbau hat, wie sage ich mal, ein Ultimate Warrior. Das heißt nicht, dass dieser Mann ein 20-Minuten-Match gehen kann. Aber es hat doch ganz gut gereicht. Und wieder draußen, wieder Konversation zwischen Tommy Golden und Chris Goliath. Die bekommen sich wieder in die Haare, während es im Ring weitergeht mit Action. Peter White mit dem Shoulderblock befördert Julian Nero zu Boden. Ein zweiter. Julian Nero. Hast du es gesehen? Und auch das hat früher immer gesessen bei Peter White, in der Zeit, wo er noch mit seinem Partner Slash Power das Team Riot Gas bildete, auch schon längst Geschichte. Aber ja, die Zeiten haben sich halt geändert. Julian Nero jetzt mit dem Wasteland, aber nur ein Zweier für... Julian Nero schafft es nicht bis 3. Ja, Julian Nero, top fit, sehen Sie, der No Sweat. Und ich denke, also wenn das Match, umso länger das Match geht, also da sehe ich ja die absoluten Vorteile bei Julian Nero. Also da wird Peter White definitiv den kürzeren ziehen. Jetzt Post er auch noch. Herrlich. Ja, Peter White jetzt am Boden, hält sich hier auch am unteren Rücken. Man sieht auch, dass das Tape, den Tapeverband, das Kinesio-Tape am unteren Rücken. Ist Peter White vielleicht ein wenig angeschlagen? Also eins steht fest, auch Julian Nero hat ein bisschen, eine kleine Fangemeinde da mitgebracht aus Deutschland.
die ihn und die Avalanche permanent sehen bei Monster, also mit Monster Consulting. Das sind wahrscheinlich die Praktikanten, Crucifix, die können als sie mit müssen und ihren Chef bejubeln. Und jetzt, oh, der harter Tritt gegen Peter White. Aber auch Peter White schlecht gehört im Publikum. Julian Nero jetzt mit, was zeigt er jetzt? Versucht er mit einem Neck, ein Twisting Neck, ja, auf jeden Fall. Twisting Neck holt den Peter White hier etwas die Luft zu rauben. Und dank seiner starken Muskulatur gibt er hier nicht auf, Peter White, und jeder andere hätte hier schon längst aufgegeben. Und Peter White kämpft sich hier zurück. Der keucht schon, das sind seine letzten, wirklich die letzten Reserven, die jetzt Peter White da an den Tag legt. Peter White wird jetzt ausgekommen, schafft es aber, sich hier übers dritte Seil zu retten. Geht aufs dritte Seil, wird also aber... ich glaube, das hat definitiv zu lange gedauert, und da ist auch schon Chris Goliath, der auch noch... ja, also Peter White, ich muss sagen, enttäuscht mich hier. Alles ohne Plan, die nötige Unterstützung dieses Proleten Tommy Golden fehlt. Und Julian Nero hat sich hier mit seinem Personal Assistant einfach sehr viele Vorteile schon verhaftet. Der hält Peter White einmal hier fest, einmal da fest. Und hier kann sich Julian Nero einfach... Dann muss man sich halt einen erfahrenen Sidekick oder Kompagnon an die Seite stellen. Tommy Golden hat null Erfahrung. Er hat eine Handvoll Matches bestritten in völlig belanglosen Ligen. Oh, jetzt hier, wow. Befördert sich rein mit dem Springboard in den DDT. Kann sich hier etwas Zeit verschaffen und befördert Julian Nero mit dem DDT auf die Matte. Und ja, also das war wie gesagt einer der letzten, Peter White muss hier nachsetzen. Jetzt genutzt hat, sonst wäre es vorbei gewesen, Peter White. Dieser Floating oder Springboard, DDT. Peter White ist ja kräftig am Pumpen, aber... Ah, oh, kommt hier nochmal zurück, zeigt das Feuer. Jetzt hier harter Vorarmaustausch, Exchange mitten im Ring. Wer hat die härteren Vorarme? Wow. Definitiv Julian Nero. Oh, Peter White setzt hier nach. Ja, Peter White keucht. Blockt hier einen Vorarm und setzt hier eine ganze Serie nach. Er regnet hier nieder auf Julian Nero. Duckt sich durch und jetzt sitzt der Shoulderblock. Und auch der Dropkick auch sitzt Julian Nero hoch. Befördert ihn zu Boden. Und Peter White, was zeigt er da? Einen Reverse Spin Kick. Ja, in den Two-Count. Das war, nie gesehen war, fast schon, war fast schon drei. Und Peter White... Den hat er sich von Michael Kovac abgeschaut, auch der ist heute nicht dabei bei Rings of Europe Rest Clash 20. Das könnte der Ansatz sein für sein Burian Neck Breaker. Ja. Oh. Oh wow. Der das kam jetzt spontan. Sein. Eins, zwei, was ist da los? Chris was ist Goliath, da los? Pete Johnson hat das, glaube ich, gar nicht gesehen, aber. Das kann es doch nicht sein. Chris Goliath greift hier wieder mal ein. Gemacht. Der greift hier wieder mal und ein. Sehen Sie, und genau deswegen hat man Chris Goliath als Kompagnon. Also, Peter White hat ja das Match klar gewonnen. Hey! Ja, diese Ohrfeige hat er sich verdient, der Chris Goliath. Was soll das? Oh! Was ist da los? Low Blow? Ja, Tiefschlag von Nero. Und Ansatz zum Reverse DDT. Reverse DDT und das war's! Das war's! Julian Nero! Nero gewinnt hier mit unlauteren Mitteln. Zuerst. Ganz ehrlich, das hat angefangen mit dieser wirklich provokanten Aktion von Tommy Golden, der sich wieder mal eingemischt hat. Zuerst wird... Oh, was jawohl, ist da? Ist das Chris Goliath? Jawohl. Jetzt geht's raus nachher zu Tommy Golden. Er bekommt Chris das, Goliath. Was er verdient, dieser Sauprolet. Wir sehen hier, was wir jetzt im Replay nicht gesehen haben, ist, dass Chris Goliath seinem Chef hier mal, ich sag das mal ganz nonchalant, den Arsch gerettet hat.
Was sagen Sie da? Als er in den Fuß auf das Linkseil gelegt hat, auf das unterste, noch vor dem Das ist doch Quatsch. Schauen Sie, diese Fans sind begeistert. Und danach